herr präsident! demokratie wie wir ja alle wissen heißt volksherrschaft und in österreich haben wir das im jahre eintausendneunhundertachtundsiebzig sehr ernst genommen. wir haben die bürger zur atomenergie befragt und das ergebnis war eindeutig ein kernenergiefreies österreich. aufgrund dessen kam es bei uns zum atomsperrgesetz welches heute im verfassungsrang ist. doch wie sieht es in der eu aus? geplant sind akw stresstests und deren veröffentlichung. die tests sind aber nicht zwingend. sie enthalten auch keine konkrete verpflichtung mängel zu beheben. ich unterstütze daher sehr klar eine österreichische aktion abschalten jetzt! das möchte ich auch europaweit wissen. jedoch das ist nicht so einfach wie wir alle wissen denn kernkraft ist grundsätzlich eine kompetenz der mitgliedstaaten. daher frage ich sie herr präsident barroso werden sie sich für einheitliche zwingende europäische standards einsetzen und werden sie endlich die korrekte durchführung der eu umweltnormen speziell der umweltverträglichkeitsprüfung veranlassen und auch nichtbeachtung entsprechend sanktionieren?